Morgen 7 Uhr, die Sendung für den aufgeweckten Gitarristen. Zeit für lecker Käffchen für mich, lecker Fingerfrühstück für dich. Heute mal der A-Teil der Pentatonic Studie 5 und zwar genauer gesagt die Begleitung vom A-Teil. Das ist ein 5/4-Takt und dort ist es eine Arpeggio-Begleitung und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Viel Spaß dabei! Und diese Begleitung besteht im Wesentlichen aus zwei Akkorden, nämlich aus E-Moll 7. Das ist ein Mischakkord aus E-Moll und G-H-D, G-Dur, zusammen E-Moll 7 und dem Akkord C-Major 7. C-Major 7 ist eine Mischung aus C-Dur, C-E-G und E-G-H, also E-Moll, zusammen C-Major 7. So, die Begleitung selber ist, wie gesagt, im 5/4-Takt und läuft in Achteln. Spielt sich im Typenbereich 3 ab. Wir sind also in G-Dur, also in E-Moll in dem Fall, in Typ 3. Und wir beginnen mit den Tönen E, H, E. Und dann kommt wieder ein H. Das sind die zwei ersten Viertel des Taktes, also E, H, E, H, 1 und 2 und. Und jetzt kommt 3 und 4 und 5 und. Und das sind die Töne D, E, H, A, H, D. 3 und 4 und 5 und. Damit ist der 5/4-Takt voll. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und. Diesen ersten Teil von E-Moll können wir jetzt erstmal in der Schleife spielen. Zweite Teil vom E-Moll-Part und der beginnt genauso wie der erste, nämlich E, H, E, H sind wieder die ersten beiden Viertel. E, H, E, H. Jetzt gehen wir auf ein Fis, das hohe Fis, dann auf das G, dann auf das E, D, E und wieder auf das H. Das wären dann die Zählzeiten 3 und 4 und 5 und, also Fis, G, E, D, E, H. 3 Der zweite Takt des E-Moll-Parts klingt dann so. Hier hebst du erstmal über mehrere Zwischentempi aufs Originaltempo, ist in dem Fall 120. C-Major 7 Part beginnt mit einem C und geht dann aber erstmal wie der E-Moll Part weiter. Das heißt, wir haben ein C, dann kommt wieder das H, E, H. Damit haben wir die große Septime von C-Major 7 mit drin, also das H, C, E, G, H sind ja die Töne von C-Major 7. Also, wir haben C, H, E, H, dann das D, E, C, A, H und ein G. Zusammen. Auch den kann man erstmal schön in der Schleife trainieren. Ist der erste Takt des C-Major 7 Parts. Klingt dann so. Beim zweiten Teil von C gehen wir dann wieder hoch aufs Fis. Wir haben wieder das C, H, E, H, Fis, G, E, D, E und zum Schluss wieder das C. Wir enden also auch wieder auf dem C. Ton vom
C-Major 7 ist dann wieder das H. Und dann beginnst du mal die ganze Sache mit dem E-Part und versuchst beide Teile aneinander zu nageln. Klingt dann so. Das war's schon wieder mal für heute. Aufs nächste Mal wird sich gefreut. Die komplette Pentatonik-Studie inklusive Playback und Melodie findest du in unserer RML-Aktie Grau. Handwerk Plektrum-Gitarre, der solide Weg zum Profi, da findest du sie auf der Seite 138. Dir einen gigantischen Start in einen erfolgreichen Tag und keep on training.